Der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Boah, wieso denn Heidelberger? Ruhe nochmal. Heidelberger. So, dann schauen wir mal, was wir gelernt haben. Also ich habe jetzt auch Taschentücher dabei. Und du? Selbstverständlich, das wichtigste Gadget immer dabei. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier Platz. Ja. Ich glaub, wir brauchen eine große. Nimm doch erstmal das Platz hier weg, Alter. Ich habe noch absolut Übungsbedarf, aber du machst es sehr gut, Rainer. Du machst es sehr gut. Also eins haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal gelernt. Handtücher wären vielleicht doch noch ein bisschen besser, aber auch mit Tempos funktioniert es. Ja, Reinhard, der Weihnachtsmarkt ist fast rum. Was war für dich so mit das Highlight? Was war für mich das Highlight? Ich würde auf jeden Fall sagen, es war sehr lustig, unter anderem bei dem Gadget-Dreh, oder? Beim Gadget-Dreh hat es sehr viel Spaß gemacht, dich anzuziehen, obwohl du am Anfang gar nicht so richtig überzeugt warst. Ich fand, ich habe das genau richtig gemacht. Ja, es war am Ende okay. Die Absprache war noch ein bisschen holprig zwischen uns, aber das liegt auch daran. Ich fand, daran, du hast unklare Anweisungen gegeben. Ja, wir können ja mal reingucken. Aber hier auf dem Kornmarkt, da waren wir jetzt noch nicht gewesen. Und da gibt es die. Ja, du musst ja schon, ich kann ja schlecht sagen, Mensch, lass doch gleich mal da eine Runde mit drehen. Du musst es ja anteasern, was es ist. Okay, nochmal. Ich dachte, du sagst das. Nee, du sagst das. Ich habe vergessen, was wir eigentlich als Überleitung nutzen wollten. Irgendwas mit Spiel. Ah, genau, ja. Ja, und was kommt nach gutem Essen an Weihnachten für gewöhnlich? Gutes Trinken. Ich weiß nicht mehr, was ich spiele. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber es war natürlich auch so ein sehr witziger Tag auf jeden Fall. Willst du jetzt nicht dann direkt reingehen? Warum machst du jetzt keine Pause? Hier gibt es nämlich den bekannten Perkeo, der oben auf dem Fass steht und von uns... Schade. Gib mir mal einen Text. Wir haben hier auch ein echtes, altes Unikat und zwar dieses... So, lass mir mal seinen Spaß. Ich bin jetzt hier eher auf dem Bismarckplatz. Hier gibt es auch schön was zu futtern. Das ist ganz praktisch, weil es direkt eine Relationsnähe ist. Wie zum Beispiel hier entweder was Schweizerisches, Bianca Zermatt. Nee. Aber um ehrlich zu sein, sollten wir das vielleicht ein bisschen auf die Ende der... nochmal. Also ich muss jetzt sagen, mein persönliches Highlight war dir, die Vorteile von Veganismus zu erklären. Ja, das war total klasse. Ich habe dir auch ganz intensiv zugehört. Ja, also das hat mehrere Gründe. Zum einen ist... Ja, das ist ja super. Also ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass du da nur so halb zugehört hast, aber es war trotzdem witzig. Ja, witzig war es schon und ich bin ja jetzt auch seitdem komplett vegan geworden. Ich glaube, das kauft jetzt wirklich keiner ab. Gucken wir trotzdem mal in die witzigen Sachen rein. Weihnachtsmarktexperte Reinhard Lask, kommst du irgendwann auch wieder hierher, dass wir anfangen können? Funktioniert, das Ding ist hoffentlich an. Wir können uns erstmal jetzt was zu trinken gönnen. Wenn es nicht zu heiß ist. Richtig heiß. Prost. Prost. Gerne. Möchte auch einer bezahlen von Ihnen? Oder? Ja, kann ich machen. Doch. Bezahlen kommt nicht aus dem Film. Bop, 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 hallo. Ja, und nach gutem Essen gibt es an Weihnachten meistens was, Reinhard? Ein schönes Spiel. Genau, und das durften auch unsere Kollegen machen. Und da hat sich natürlich mal wieder der Titelverteidiger durchgesetzt. Aber ich glaube, die hatten auch einigen Spaß. Und wir auch. Es war so lustig zum Teil. Das müsst ihr euch angucken. So sieht's aus. Wenn ich dich anspreche und dir das Ding hinhalte, weißt du, du bist... Boah, ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll. Okay, ich nehme die Hälfte ab. Ich sage, wer du bist und was du machst. Eigentlich ist meine Redaktion die Region Heidelberg und nicht die Stadtredaktion. Also. Die Stadt Heidelberg gesagt? Die Stadt Heidelberg. Region Heidelberg wäre ganz cool. Region ja, Heidelberg. Okay, vielleicht dann so. Ja. Vielleicht Jump Cut oder? Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Unterbrich mich, wenn ich das Spiel nicht verstehe. Entschuldigung, ich will euch nicht stören. Nee. Okay, wer von euch beiden?
Ja, da hatte ich auch schon die größere Klappe, glaube ich. Gut, ich muss aufpassen, dass ich mit dem Mikro auf meinen Mund deute, gell? Und nicht irgendwie quer durch die Gegend. Das war doch das Ding. Ja, da haben wir doch alle unseren Spaß gehabt. War doch schön hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, wir haben viel Freude gehabt, gerade in dieser Stadt, die wie nochmal heißt? Das ist jetzt echt unfair, Reinhard. Ich habe meine Zunge gerade wieder auseinandergefuchtelt. Und das, obwohl wir so viel veganen Glühwein hatten. Das ist eine absolute Lüge. Wir haben überhaupt keinen Glühwein gehabt. Es war vor allem mittags. Aber ja, manchmal schleicht sich der ein oder andere Buchstabe mehr ins Wort. Komm, noch einmal für mich. Ich kann es richtig, aber ich mache es jetzt nicht. Der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Wieso denn Heidelberger? Ruhe nochmal. Heidelberger Weihnachtsmarkt. Wie kommst du auf Heidelberger? Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Seit 2 Jahren konnte man gar nicht oder nur eingeschränkt hier auf dem Heidelberger Der Heidelberger Weihnachtsmarkt. Okay. Von den drei Heideln an Silvester. Selbst das Kind heult über so einen Scheißwitz. Unter anderem Reinhard Lask, der den Heidelberger Warum? Es kann losgehen, der Heidelberger Weihnachtsmarkt hat eröffnet. Seit 2 Jahren konnte man hier gar nicht oder nur eingeschränkt den Weihnachtsmarkt genießen. Jetzt ist es endlich wieder soweit, dass man unbeschwert hier Weihnachten feiern kann. Ja, und die RNZ-Weihnachtsreporter, die sind auch wieder dabei. Diesmal mit am Start natürlich wieder... Weihnachtsmarktreporter. Was habe ich gesagt? Weihnachtsreporter. Heidelberger Weihnachtsmarktreporter. Okay, nochmal.